Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Farmanager 2018. Für mich auch heute Abend die letzte, die ich aufnehme. Ich komme nämlich heute Abend irgendwie nicht mehr so spielklar. Buchen weiß ich gar nicht. Ich erkläre euch sofort, was mein Problem war. Auswahl buchen. Weizenkerne. Nein, mit Maschine. Auswahl. Schlepper. Sämaschine. Dann brauche ich einen Fahrer. Arbeiten. Ja, was war das Problem? Lesen. Ich muss das mit dem Schlepper machen. Das heißt, ich musste mir genug Felder machen, die groß genug sind. Ja, typisch Mark halt, würde ich mal so sagen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Da kommt Buchenweizen und Roggen. Buchenweizen. Weizensamen. Rapskerne. Mega viel. Ja, das Feld ist auch fertig. Ja, ich weiß, dass das Feld fertig ist. Das Feld mache ich später. Ich habe es ja nicht so eilig. So, und jetzt noch Roggenkerne säen. Roggenkerne mit der Maschine. Ist er noch nicht fertig? Roggenkerne. Was sagen? Ist das nämlich auch gleich fertig? Da wird geerntet. Hab ich zwei Leute, ja, habe ich. Wenn das nämlich auch fertig ist, wäre das nämlich hervorragend. Derzeit lassen wir noch Äpfel, da muss auch unbedingt gleich noch ein Dings zu. Das Ding auch mal absetzen beim Arbeiten. Oder? Lesen. Pflanze. Hallo? Achso, ich kann nicht raus. Du hast Eiermilch und einige weitere Kultpflanzen. Nun solltest du Honig produzieren, bau ein Haus für die Imker. Du kaufst 3 Bienenstöcke, vergiss nicht, die Gebäude einer qualifizierten Imker zuzuweisen. Fortfahren. Was soll ich machen? Ein Imkerhaus. Hoffentlich nicht so teuer. Ach. Wo ist das denn? Imkerhaus? Das geht ja noch. Haben wir irgendwo Platz? Imkerhaus. Ich muss noch ernten. Da ist alles. Also ist da was mir im Winter gefällt, irgendwie nehme ich im Winter mehr ein als im Sommer. Mist haben wir auch noch. Ist doch gut. Geerntet. Tomaten. Perfekt. Imkerhaus. Auswahl. Imker. 3 Hive. Achso, kann ich jetzt überall hinstellen? War es das schon? Oh, das war's. Ja, jetzt will ich ein... So, der normale Betrieb mit dem Spiel zu kombinieren, ist echt eine Sache. Ich muss... Ist recht gut mit dem Apfelbaum zurechtgekommen. Deine Ernte ist recht beachtlich, aber um... Jetzt wirst du zur Schule zu
ein wenig mehr Theorie, absolviere die Schule, Jahreskurs für die Landwirtschaft und den Workshop für Obstgärtner. Pflanze mit Hilfe der Pflanzmaschine Birnen und Kirschbäume und in den nächsten Jahren auch dieses Obst zu ernten. Bald wird wieder auch eine Häckselmaschine, soweit mehrere verkaufen werden. Das sehe ich aber recht teuer Spielzeuge, deswegen. Workshop für Obstbauern. Nein. Da. Workshop für Obstbauern. Finanzworkshop. Produktverwaltung. Schulung. €100.000 wollt ihr hier nicht alle verarschen? So, stopp. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz ein bisschen auf eine Pause-Taste drücken. Ja, da muss ich wieder einen Brunnen für bauen, ey. Ein Jahr lang Landwirtschaftskammer. Das ist da ja. Das da. 100.000 Euro, da werden wir jetzt erstmal sparen. Würde ich mal sagen. Jetzt frage ich mich, wie ich das mit der Kampagne weitermachen soll, denn das klappt ja nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber was nützt mir das Spiel, wenn ich, sage ich mal, euch nur so ein bisschen hin und her trage die ganze Zeit? Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ich probiere gerade echt, wie ich das machen soll. Was kostet denn Gebäude für Angestellte? Das kann ich wahrscheinlich nicht mal bauen. Ne. Kostet auch 30.000 Euro. Ich kriege ja längst nicht so viele Folgen hin. Bis ich jetzt, sag ich mal, die Fortbildung erspiele, ist ja ewig. Das dauert ja Ewigkeiten. Also nicht, dass es schlecht ist oder so, aber es halt, es dauert. Ey, Erdbeeren. Cool. Was Rapsholig.
Ich überlege jetzt, was mache ich? Ich könnte jetzt einfach sagen, dass ich halt die ganze Zeit aufnehme, bis wir das Geld verdient haben. Was grundsätzlich auch möglich ist, was ich jetzt auch erstmal machen werde, bis mir eine geile, schlaue Idee einfällt. Denn bisher ist die Idee von mir noch nicht so pralle gewesen. Glaub it. Jetzt sehe ich mit der Ernährung aus. Haben wir noch. Ich habe gerade kein Recht hin. Unkraut, ja, hätte ich. Aber ich habe keine Angestellten frei. Die sind alle komplett ausgelastet. Aber nicht verhinderbar. Jedenfalls für mich aktuell nicht. Boah, arbeiten. Das. Sind ja alle unterwegs. Arbeitet dran, das ist gut. Das Schöne ist halt auch, ich brauche halt grundsätzlich nicht mal das ernten, weil ich halt noch mega viel Gärfutter habe, was grundsätzlich noch ein Jahr ausreicht. Obwohl mehr. Müsste ich jetzt erst ernten. Ich will das aber nicht ernten, weil es so viel zu tun gibt. Da muss auf jeden Fall noch Wasser drauf. Das Feld ist mir jetzt gerade erstmal wurscht. Das ist gut. Könnte auch Wasser drauf. Alter, jetzt kommen auch noch Pilze oder was? Habe ich Personal frei? Ist halt so. Eins ist, was nächstes Jahr relativ zügig gehen wird, ist die Feldbearbeitung. Und man sagt, Sommerzeit, stressigste Zeit im Jahr.
Guti. Die Folge ist vorbei. Was werde ich jetzt weitermachen? Ich werde das Projekt weiter aufnehmen. Wir werden jetzt Geld erspielen, das heißt, Spiel laufen lassen, um halt einfach genug Geld zu erwirtschaften. Um halt, sag ich mal, hier sowas wie die Kuhmilch zu verkaufen oder Preis gerade kacke ist. Das, obwohl, wofür gibt es denn insgesamt 3000 Euro, dafür gibt es 200 Euro, dafür gibt es 600 Euro. Und grundsätzlich, Milchpreis liegt bei 2,78. Kann natürlich mal steigen. Aber was werden wir jetzt machen? Wir werden weiter Spiel spielen, mit euch zusammen. Kann sein, dass es mal ein Zeitraffer geben wird. Ich werde aber diesmal diese Woche, weil diese Woche mega viel, also mein Terminkalender mega voll ist, werde ich jetzt erstmal sagen, ich werde das Spiel jetzt nicht heute Abend, aber Dienstag weiter aufnehmen. Die Folgen reichen mir auch bis Dienstag. Das heißt, ihr kriegt ab Dienstag Neuauflagen. Vielleicht kam noch ein neues Update raus. Müssen wir mal gucken. Und dann werden wir ganz entspannt hier anfangen, die ersten Sachen wieder zu machen und Geld zu machen, weil das halt aktuell so das Einzige, wo es halt bei uns hapert, ist Geld. Die 100.000 ist jetzt unsere Marke, die werden wir versuchen zu knacken. Und dann werden wir sehen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder oder heute Abend, weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, bei welcher Folge wir gerade sind. Bis dann. Danke. Ciao.